Das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz genau, worum es mir geht. Ach, wie... Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Weil es hier Leute gibt, die mich auf der Stelle exekutieren lassen würden. Darum ist es besser, wenn ich unentdeckt bleibe. Erst wenn ich hier rauskomme, kann ich mich von diesen stinkigen Fetzen befreien. So, so. Also bekomme ich die Waffen? Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elixit, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Nein. Ich bin nicht bestechlich. Mein Appell an deine Vernunft hat wohl nicht gefruchtet. Du hast dich scheinbar schon viel zu lange unter diesen Barbaren aufgehalten. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Ich will die Wahrheit hören, nicht das, was du allen anderen erzählst. Hast du das mittlerweile nicht selbst herausgefunden? Ich war mit 4 meiner Kameraden unterwegs, um in Edan Ausschau nach Mensch und Material zu halten. Doch aufgrund der Sorglosigkeit unseres Gruppenführers haben uns ein paar Mutanten in die Ecke gedrängt. Nur ich habe den Angriff überlebt. Bin gerannt, als gäbe es keinen Morgen und habe dabei meine Waffe verloren. Goliath aufzusuchen war dann einfach naheliegend. Natürlich so, dass niemand auf meine Herkunft schließen kann. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie, an Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Normalerweise würde ich dir jetzt sogar etwas von meinem Vorrat abgeben. Aber da du mir auch nicht entgegengekommen bist, was die Waffen angeht, wirst du auch gut darauf verzichten können. Wie ist dein Leben als Kleriker? Es erfüllt mich und lässt mir keinen Zweifel daran, dass wir für die richtige Sache streiten. Die wäre? Kalans Worte in alle Ecken der Welt zu tragen und neue Anhänger zu gewinnen. Auch in der Zeit des Schweigens begleitet er mich. Ich kann ihn förmlich bei mir fühlen. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Die Kleriker. Ihr Weg ist der meine. Eine interessante Wahl, das muss ich schon sagen. Wer weiß, ob du bei ihnen gut aufgehoben bist. Dein Verständnis von Kameradschaft muss bis dahin noch um einiges besser werden. Ich bin zwar davon überzeugt, dass du Potenzial hast, aber deine Entscheidung in Bezug auf die Klerikerwaffen kann ich nicht einfach ignorieren.
Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst? Kann schon sein. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann? Keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir.
Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Ist das alles? Für Fremde ist das schon allerhand. Missbrauche unsere Gastfreundschaft also nicht. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Wenn du das sagst? Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Da bin ich anderer Meinung. Ich will dich nicht bevormunden, nur einen Stoß in die richtige Richtung geben. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten.